Hallo, meine lieben Freunde, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit ist überall, ist es purer Hohn. Pure Blasphemie hier und da. Die Bibel zeigt, die Menschen sind unverständig. Schleier, Irrwahn und Blindheit werden toben. Gutes, böse, böse ist gut. Die Leute machen weiter wie bisher, fressen, saufen und heiraten, sammeln Dinge an oder nicht. Und die Bibel ist das einzige Buch, das nie falsch lag. Kann man die Bibel nicht bannen, kann man mich nicht bannen. So sieht es aus, so ist es. Ich bete für alle, ihr auch. Und ich wiederhole mich oft, doch ich weiß nicht, zu wem ich rede, und ich denke, hier ist es angebracht. Die Bibel zeigt es, früher war nicht alles besser, meine lieben Leute. Nichts ist neu unter der Sonne, doch das Ende kommt, liebe Leute, es ist da, es ist alles da, es ist alles real, 100%, 100%, FAKT, noch Fragen, es geht nicht deutlicher, und hatten wir je eine Gesellschaft wie die heutige, meine lieben Freunde, ist, wer nachdenkt, böse? Ist es böse, wenn man für ein oder zwei Sekunden nachdenkt? Wer also keine vorgefertigten Floskeln gegen Andersdenkende zeigt, liebe Leute, der ist nicht für eine Debatte zu gebrauchen. Floskeln und Phrasen sind immer das Beste. Der Fernseher hat immer recht. Wer die meisten Beleidigungen und Beschimpfungen sowie die meisten antichristlichen Dinge hat, der hat in dieser Gesellschaft ohnehin oft recht oder nicht. Ich frage, antisemitische Morddrohungen gegen mich, Hacking, ich soll gehackt werden, ich wurde gehackt, ja, Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohung, Belagerung, Belästigung, Mobbing, Hetze, Diskriminierung gegen meinen Kanal. Auf Facebook wollte man illegal den Ausweis sehen, liebe Leute. Dort die Christenverfolgung, nicht wahr? All meine christlichen Freunde wurden bereits ermordet. Wenn manche Leute die Wahrheit hätten, wie würden sie sich selbst nennen? Was würden sie später ihren Kindern sagen? Wie ich es immer wieder zeige, was wollen sie Gott sagen? Man erkennt schon in der Natur, dass Gott da ist. Ein Atheist kommt in einen Raum, der Fernseher hat immer recht, nicht wahr? Und sagt, ja, da steht ein PC, es gab einen Urknall, ein LKW fuhr gegen das Gebäude, die Schrauben flogen zu einem PC zusammen, nicht wahr? Ich sehe den Antisemitismus gegen mich, der nie gelöscht wird, während wir hier Pornografie auf YouTube haben, Leute, die ihr Urin trinken, blutige Auseinandersetzungen. Ich lese die Bibel vor und es ist ab 18 unfassbar. Jeder kennt mich, alle Ehre gebührt Gott, ich war früher Detlef Dadowitz, liebe Freunde, und ich sprach kurz mit Nina Hagen auf Facebook. Viele Prominenten haben mich von einzigen Bibelvers auf Twitter gebannt. Wo finden Christen noch ein Publikum? Und es ist, wie es ist. Traurig, aber wahr. Leider, leider. Immer dasselbe. Immer noch ist es wie in der satanischen Twilight Zone. Sieht man oft die Spielfiguren der was? Der Pyramidenspitze des Systems. Meine lieben Freunde, weltweit exklusiv. Das ist ein Fakt. 30 Dinge angekündigt, bevor sie passierten. Liebe Leute, ich rede über Visionen, 10 Videos, Geistunterscheidungsgeist. Braucht man den oft, wie ich ihn wohl habe in dieser Gesellschaft? 20 weltweit exklusive Themen, ich sollte überall sein. Ich spreche über Campino, ja, über Reiter, Symbolik, es taucht bei TKP auf, nicht wahr? Über Bares für Rares, Horst Lichter, via Gematria, Antichrist, naja. Ich spreche über Bares für Rares, ist auch beim Endzeit-Reporter auf, oder nicht? Ich zeige 0% Theorien, ich habe die Fakten und du nicht. Und, liebe Leute, ich habe hier 100% Bibel, meine lieben Freunde, bitte abonniert. Und es ist traurig, die Floskeln, die Phrasen lassen sich manche von der AfD etc. fischen. Jetzt zählt der schmale Weg. Ich hoffe, ihr kennt es auswendig. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Wer die Welt und das, was in ihr ist, liebt, der hat die Liebe zum Vater nicht. Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Der schmale Weg zählt. Man kann nicht zwei Herren dienen. All das ist biblisch. Und auch
Der Antichristus in der Welt jetzt schon, es sind viele, so zeigte Paulus es, also ist es so, einem fehlen die Worte. Und Satan wollte Christus alle Reiche der Welt anbieten. Man ist für oder gegen Christus. Die Bibel kündigt alles an. Der Bock, der vom Westen her kommt, ohne den Boden zu berühren. Baphomet, Dualität, das verdorrte rechte Auge oder nicht. Ihr könnt die Äuglein schließen, doch Logen sind real. Liebe Freunde, sie nutzen Symbole. Ja, heute ist ja Wegsehen immer das Höchste oder nicht. Andersdenkende mit Floskeln bombardieren, so sei man noch derjenige, der sich für Debatten interessiert und für Wissenschaft, nicht wahr? Ist jetzt jeder Bill Gates Kritiker ein Populist? Was sind die Probleme im Land? Und ich hatte neulich ein Problem, liebe Leute, mir wurde Geld gestohlen, doch wenn ich über gewisse Kriminalität rede, muss ich damit rechnen, Nazi genannt zu werden oder nicht? Ich möchte einfach nur die Fakten zeigen, es gibt Probleme im Land. Mit diesen Dingen, mit jenen Dingen, linksradikale Gewalt, Gewalt hier und da, doch lasst euch nicht von der AfD fischen. Ich bin kein Rassist, ich bin kein Faschist, ich bin gegen Hetze und gegen all das, was mir angetan wurde, wobei immer nur weggesehen wurde, SPY-SEX bei Facebook bei der Anmeldung Google-Konto 666, es ist doch nur traurig. Wenn man gewisse Dinge nicht zeigen darf oder nicht über gewisse Dinge reden kann, ohne dass man ausgelacht wird oder nicht. Fakten sind Theorien. Die meisten Hollywood-Sprüche sind immer am wichtigsten, nicht wahr? Und was haben wir hier auf web.de? Schreit die Ungerechtigkeit zum Himmel. Liebe Leute, ich sehe die antisemitischen Morddrohungen und frage mich, ist manches, was wir in der Gesellschaft sehen, traurig so kurz nach 45? Was unterscheidet manchen von Nazimördern? Was wollen manche Leute später sagen? Aber wir haben jetzt diesen web.de-Artikel. Und wir sehen in der Welt die Heugabelkultur, die Not, die Verfolgung. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, bleibt bei der Bibel. Ja, was lesen wir hier? Während der Corona-Pandemie und ein Mensch, der gewisse Dinge kennt, kann dies nicht lesen, ohne Magenschmerzen zu bekommen oder nicht. Liebe Leute, gibt es in dieser Gesellschaft noch Moral oder Erziehung oder ein Gewissen? Nun ja. Jetzt zu diesem Artikel. Während der Corona-Pandemie ist es bereits zu zahlreichen Verschwörungsmythen gekommen. Wo? Wo sind die Leute, die sagen, Bill Gates hat das entwickelt? Das und das wurde entwickelt. Ich stelle mich gegen Holocaustleugner, gegen Rechte, gegen Pandemieleugner, liebe Leute. Aber ist jeder mit einer Meinung gleich rechts, liebe Leute? So Gott will, lesen wir hier weiter. Und ja, die Verschwörungsmythen, was ist da los? Was ist das Problem im Land? Und wenn man diese Dinge zeigt, was passiert dann? Verschreckt es Leute? Bekommt die AfD dann Zuwachs, liebe Leute? Haben die nicht eine Adelsspitze? Sind da nicht die Logen, die Freimaurer? Ich sage nur, Christus sprach nichts im Geheimen. Kann man die Bibel nicht bannen, kann man mich nicht bannen. Nur komplett unwürdige Menschen arbeiten laut Bibel mit Symbolen. Was Christus bei Nacht ins Ohr flüsterte, sollte bei Tag von den Dächern gerufen werden. Christus hatte nichts mit Politik zu tun. Regierung raus. Aus den Gedanken, aber nicht aus den Gebeten. Wer versteht es? Ja, Chaos ist in der Welt, Satan regiert diese Welt, aber Gott ist in Kontrolle und die Regierenden kommen von Gott. Man muss dem Gesetz gehorchen, sonst gehorcht man Gott nicht. Doch man muss Gott mehr als den Menschen gehorchen, bis das Zeichen des Tieres kommt, bis Blasphemie kommt. Sie sind nicht gerecht, aber sie kommen von Gott. Liebe Leute, wie aber kann es sein, dass sich diese entwickeln und verbreiten? Ja, das ist ja wirklich absurd, oder? Es gibt ja da draußen abseits der Massenmedien lediglich so Akt X untermalte Videos und Gerede von Reptiloiden. Nicht wahr, liebe Leute, vom Rand der Erde, die Erde sei eine Scheibe. Was anderes gibt es nicht, nicht wahr? Und was ist ein Verschwörungsmythos? Dass Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt ist und mit Brad Pitt, der ein Freimaurerring
trug. Berühmte Freimaurer, Sammy Davis Jr., Ordensbruder und Satanist und die Kirche Satans, Angelina Jolie und die geopferte Schlange, verwandt mit Clinton, Clinton und die luziferianische Lehre, Verschwörungsmythos, Podesta Island, ihre Tochter und die Kirche Satans, Verschwörungsmythos, Madonna, Lady Gaga, Via Gematria MK Ultra, sie schwor auf Lucifer, Celine Dion, Celine heißt Mond, was heißt Dion, kommt es von Diti, Wesen oder von Diva, Göttin, wie auch immer, Avril Lavigne, die mit M auf die rechte Seite gedreht, 333, der angeblich höchste Grad der Freimaurer mit Marilyn Manson zusammen, weil er den christlichen Glauben abschaffen möchte, Avril Lavigne, Celine Dion, der angebliche Chris Justin Bieber mit 666 im Musikvideo recherchiert, ich berichtete, Ryan Gosling, Ellen DeGeneres, bei ihr geht immer wieder alles gegen die Bibel, wäre sie ein Mann, wäre sie schon heftiger für das, was sie in ihren Shows sei, kritisiert worden oder nicht, alle Teil von einem Stammbaum. Ich bin kein Rassist, kein Faschist, der Cousin der Queen, hoch bei den Freimaurern. Bush und Kerry, verwandt, offen okkult, Skull and Bones, darüber darf man nicht reden. Liebe Leute, Skull and Bones, Atlantikbrücke. Die ganzen Nachrichtensender übereinander gelegt, Wort für Wort, Satz für Satz dasselbe. Bilderberger, von der Leyen da, dann gehobene Position, war es in den letzten Dekaden nicht immer und immer wieder genau so, liebe Leute. Thinktanks, Trilaterale Kommission, die 300, die Lobbys, die Logen, die Vetternwirtschaft. Liebe Leute, ist das ein Verschwörungsmythos? Wenn ich jetzt die Bibel zeige und sage Sommer und Winter, Kälte und Hitze, es steht so in der Bibel, FFF ist die 666, bin ich dann ein Rechtspopulist? Darf ich über das Zeichen des Tieres reden? Und jeder, der eine Meinung hat, der muss jetzt mit, da brauchen die Menschen dann eine Anleitung, wie man ihnen Floskeln und Phrasen entgegenbringt, damit sie bloß nicht mit ihrer harmlosen Meinung durchkommen. Liebe Leute, was ist ein Verschwörungsmythos, liebe Freunde? Die sechs Firmen, die letztlich ganz oben sind, zu denen alle möglichen Dinge gehören, liebe Freunde, Wort für Wort, Satz für Satz. Ja, wie kann sich das verbreiten? Lady Gaga, die auf Lucifer schwört. The Rock, der Heil Satan sagt. The Rock, Via Gematria, Baphomet. Ja? Lady Gaga schwört auf Lucifer. Sie hatte diesen Ball, The Chromatica Ball. Chromatica ist ihr neues Album, Via Gematria. Er gibt das. Lady Gaga, liebe Freunde. Vor dem in Notre Dame, die Werte auf Madonnas Instagram-Profil Via Gematria, Kirche, Paris und Ostern. Don't Speak, der Song der Band No Doubt. Gematria-Wert Garten Eden, das Musikvideo zeigt eine verbotene Verbildlichung vom Garten Eden. Russischer Wert von Christina Maria Aguilera aus Russland. Neumond-Wert New Moon zum Neumond. Rosh Hashanah-Wert zum Rosh Hashanah. 1. Mai-Wert am 1. Mai und so weiter. Ich könnte immer so weitermachen, weltweit exklusiv. Wen interessiert die Wahrheit? Unfassbar. Ist manches absichtlich? Frage ich nur. Oh Mann, ist das total asozial. Und wie geht man mit Menschen um? Also, wir haben jetzt hier web.de, liebe Leute. Nicht die Bilderberger Zeitung, wir haben web.de. Ja, wir haben web.de. Ich sage nicht, dass hier irgendetwas generell nicht stimmt in den Medien. Ja, man wird ja wohl irgendetwas sagen dürfen. Wir haben web.de. Und web.de kommt jetzt hier heraus und zeigt Leuten, was man tun soll, welche Sätze man anwenden soll, wenn Menschen gewisse Meinungen äußern, die harmlos sind. Erinnert das an etwas, das man früher vielleicht irgendwo gesehen hat, liebe Leute, ja? Ich frage nur, erinnert manches in der Gesellschaft an mittelalterliches? Liebe Leute, wie demokratisch ist das, liebe Leute? Ich bin immer froh, wenn ich in einer wahren Demokratie leben kann, liebe Leute, ja? Wie geht man mit Menschen um, die so argumentieren? Liebe Leute, ja, was sagt ihr dazu? Demokratie,
liebe Freunde, hat man so etwas schon mal gesehen? Nun ja, wir sprachen mit einem Experten. Es gibt also einen Experten. Wer denkt nach, liebe Freunde? Haben wir nicht alle in der Schule zumindest analysieren gelernt? Ja, was steht hier? Es gibt einen Experten, wenn es darum geht, gewisse Sätze anzuwenden, wenn Leute gewisse harmlose Meinungen zeigen. Es gibt einen Experten, wenn es darum geht, was für Sätze man gebraucht, um Harmloses von Leuten direkt abzublocken, um sich absolut nicht damit zu beschäftigen. Was ist da los, Verposo? Wie eine liebe Freundin meiner Mutter immer sagt, ja, meiner lieben Familie immer sagt, das ist nicht mehr meine Welt, liebe Freunde. Theorien haben Konjunktur, die Weisheit der Welt, nicht wahr? Was ist jetzt eine Theorie? Und sie sprechen nicht darüber, was sie meinen. Sie zeigen nicht, was sie meinen. Wer jetzt mit der Bibel kommt, der ist dann später, wie man später hier liest, geht es um Rechtspopulismus. Wer aus der Bibel liest, der ist dann auch wieder dabei, oder wie? Wie kommt es, dass Menschen auf Erklärungen zurückgreifen, die anderen abstrus erscheinen, liebe Leute? Nun ja, wenn man für 3 Sekunden recherchiert, sieht man gewisse Zusammenhänge. Und wenn nicht alles, was man zu sagen hat, ey Digga, was ist los, what the, ja ja, zeig mir mal den Rand der Welt, ist, liebe Leute, dann denke ich, haben manche Leute schon andere Argumente zu zeigen, wie auch immer. Und es ist immer dasselbe, hab genug, enough of that, geharp, bitch, meine lieben Freunde. Ich werde doch sagen dürfen, wieso kann mir kein Arzt sagen, was konkret in den Dingen ist, die ich nehmen soll. Was ist mit Todesfällen, Quecksilber? Ich kann doch wohl sagen, liebe Leute, Traumata und so weiter, passt auf, wenn es um Organspende geht, Bisphenol A, Fluorid, liebe Freunde, zu viel Acrylamid, Carrageen, Milchsäure, ja, Aspartam, auch Glutamat, doch betet immer vor den Essen, Brot gab es auch vor der Bibel, man darf doch wohl Dinge kritisieren, oder nicht? Beyoncé benutzt die Bibel als Tampon, so viel zum Thema Rassismus und Hip-Hop, ja, tu was du willst, Crowley-Fan, Jay-Z, die Beatles, zeigten sie nicht alles, was das satanische Herz begehrt, Madonna hing am Kreuz, ja, Blödsinn aus der Bibel, Dieter nur, wieso selbst Christen keinen Gott mehr brauchen, der Spiegel in Supernatural kämpfen sie gegen Gott, Lady Gaga schwört auf Lucifer, und wenn ich da jetzt etwas sage, dann bin ich letztlich, wie wir im Web.de-Artikel lesen, jemand, dem die Welt so kompliziert ist und der sich irgendwelche spannenden Theorien sucht. Also, liebe Leute, wer ist man denn, wenn man so fundamentalistisch ist und hört auch auf Gott, nicht wahr? Wer ist man denn, wenn man als Christ sagt, wenn da jemand auf Luzifer schwört, dann ist das nicht korrekt? Wer ist das denn, liebe Leute, wenn man in einer Welt voller Symbole irgendetwas sagt, wer ist man denn, wenn man Moral und ein Gewissen hat, nicht wahr? Auf Luzifer schwören, Abramovic, Madonna, Kylie Minogue, Fergie, Pink, Demi Moore recherchiert, Carrie Underwood, Kate Winslet, sie alle küssten Kinder, nicht wahr? Verwandt, ich bin kein Rassist, Faschist. Ach so, und wenn ich sage, Christus kam, starb, stand auf, soll in und sein, das ist der Gospel, die frohe Botschaft, dann ist das ja Märchen, hahaha. Christus, die Jünger und die Apostel, die Propheten, auch sie wurden nicht umsonst getötet. Die Menschen lieben es, wenn Bier und Wein geweissagt werden. Ohren schmeicheln, nicht wahr? Aber Psychologen, ja? Und meine Meinung ist, Psychologie hat sehr viel mit Heidentum zu tun, liebe Leute. Sehr viel mit Theorien oder nicht. Ja, und jetzt, Freud ist in Ordnung. War er nicht Kokser und Geisterjäger? Rudolf, das Ich in den Sternen, Steiner, der Logenmann, liebe Leute, das ist dann in Ordnung, das bringt man an Kinder, die nicht wissen, was sie tun, ja, anerkannt, von wem anerkannt, liebe Leute, woher kommt er, was ist ein Experte, wenn es darum geht, gewisse Sätze zu formulieren,
damit man sich nicht länger mit andersdenkenden Menschen auseinandersetzt. Ich frage, ist dieser Mann hier so ein Experte? Ein Experte für Verschwörungsmythen. Wie wäre es denn dann? Barack Obama und die 8 ehemaligen Präsidenten, Bilderberger, Atlantikbrücke, Disney, Marc Dutron, Edward Heath, Ted Gundersen, liebe Leute, Kampuschfall, Rechercheverbot von Hans Meiser am Bundestag, Ted Gundersen, Edward Heath, wie gesagt, Höllenleben, Disney, was ist da los, meine lieben Freunde? Ja, wieso gewisse Dinge in den Medien? Der Glaube, wird jetzt Glaube an sich attackiert? Ach, der Glaube an abstruse Verschwörungstheorien. Schon wieder ihr Lieblingsbegriff. Zufall, nicht wahr? Zufall Nummer 3 Milliarde. Ich benutze keine antichristliche Gematria oder Numerologielehren, liebe Leute. Ja, abstrus. Doch wenn es so abstrus ist, warum dann gar kein Argument? Warum dann NIE nie irgendein Fakt gegen gewisse Dinge? Warum kein Argument? Warum zeigen diese Leute Theorien über die Hintergründe von Menschen? Warum diese und das zeigen? Also, wer jetzt vorgefertigte Sätze nimmt, um sich nicht mit dem zu beschäftigen, was Leute sagen, der ist vorbildlich, wenn es um Debatten geht, liebe Leute. Der geht mit der Wissenschaft, der möchte Dinge wissen. Gut ist böse, böse ist gut oder nicht, liebe Leute. Ja, Fluchen vor Kindern in dieser Welt und all das. Was ist hier los, meine lieben Freunde? Das Ding ist flach rundum oder nicht. Sehr suspekt, enorm auffällig. Naja, man beachte es, liebe Freunde, und lasst es Tag 1 für den himmlischen Vater werden. Ich denke, dies hier ist Must-See, alle Ehre gebührt Gott. Ich zeige kein Auslassen und Hinzufügen zur Bibel, keine weltlichen Philosophien, keine eigenen Interpretationen, was verboten ist, keine heidnischen Dinge wie die Dreifaltigkeit. Ich zeige die Bibel, liebe Leute, und ich stelle mich gegen Pandemieleugner, aber worum geht es denn jetzt hier? Was für Theorien? Was ist hier los? Was meinen Sie, liebe Leute? Ja? Also, Sie sagen jetzt hier, Theorien scheint derzeit zuzunehmen. Wie kommt es, dass immer mehr Menschen es für möglich halten, dass beispielsweise so, ja, liebe Leute, und ich beschuldige niemanden, ich zeige das nicht, ich kenne keinen, der dies tut, ich sah nie jemanden, der dies tat. Manche Prominente regen sich auf Instagram auf. Ich sehe in ihren Listen nie, dass jemand irgendetwas zeigt. Liebe Leute, ich sehe in den Medien nur diese Dinge dagegen. Doch sind Meinungen verboten? Darf man nicht mehr Harmloses zeigen? Und wenn es so abstrus ist, wo ist ein Argument dagegen? Wo ist ein einziger Fakt? Was spricht dagegen? Also, wenn jetzt jemand irgendetwas zeigt, soll man ein, zwei Sätze sagen, um sich nicht damit zu beschäftigen. Hier, wir leben in einer komplizierten Welt, die von vielen Menschen nicht mehr adäquat verstanden wird. Also er sagt jetzt hier, dass ihr die Welt einfach nicht versteht oder nicht, liebe Leute. Ach so, er hat keinen Fakt gegen irgendwelche Theorien, er hat gar kein Argument hier gegen irgendwelche Theorien. Er sagt, man solle dieses und jenes sagen, wenn Leute mit gewissen Dingen ankommen oder nicht, so sei man für eine Debatte, für Wissenschaft und hätte die Wissenschaft auf seiner Seite oder nicht. Ich frage, liebe Leute, und wer gewisse Dinge zeigt, wer recherchiert, der ist jetzt jemand, der Dinge nicht versteht. Und wenn man kein Argument dagegen hat, wenn man keinen einzigen Fakt dagegen hat, dann ist man derjenige, der die komplizierten Dinge eher durchschaut hat. Oder was, meine lieben Freunde? Hier ist als zusätzliches Problem aufgetaucht. Die Lage ist aktuell hyperkomplex. Ach so, wir sollen zu Hause bleiben, denn sonst wird man krank. Hyperkomplex, nicht wahr? Dafür muss man Professor, Doktor, Doktor von der Uni so und so Bilderberg sein oder was. Wer sich schon vorher hilflos gefühlt hat, der macht es ein solcher Mythos leichter, sich zurechtzufinden. Also jeder Christ, was ist denn hier gemeint? Jeder Christ, der jetzt sagt,
Passt auf, wenn es um das Zeichen des Tieres geht, der hat tiefe Probleme, liebe Leute. Jeder Mensch, der irgendwie Bill Gates kritisiert, jeder Mensch, der Fragen stellt, liebe Leute, der hat Probleme. Ist das nicht die oberflächlichste Theorie, die man dazu zeigen kann, liebe Leute? Wenn jetzt jemand jemanden ermordet hat, ihr hört Schreie, jemand hält eine Waffe in der Hand und jemand liegt tot am Boden und ihr geht um die Ecke, seht, was los ist, da steht dann jemand mit dem Ding in der Hand, jemand liegt auf dem Boden und ihr sagt, was ist da los, was ist passiert, sagt dies und das und dieser Mensch sagt einfach nur, du hast tiefgehende Probleme, was zeigst du denn da? Das ist ja alles, wie kann man denn so etwas glauben? Ich habe ja einen Spaziergang gemacht, diese Sache in meiner Hand hier fiel vom Baum. Du hast tiefgehende Probleme, liebe Leute. Es ist traurig, oder nicht? Wenn jemand jetzt mit Fakten kommt, wenn jemand sagt, 1 plus 1 ist 2, dann hat dieser Mensch tiefgehende Probleme, oder wie? Liebe Leute, frage ich nur, wenn 1 und 1 plus 2 etwas ist, das nicht gerne gesehen wird. Oder wie, liebe Freunde, das ist die Logik dabei, oder was? Es geht ja hier darum, Leute, die nachdenken, mit ein, zwei Sätzen zu konfrontieren oder nicht. Und die Erklärung finden die Menschen dann letztlich darin, was dieser Mensch hier vorgibt oder nicht. Er sagt ja, man sollte diesen Leuten diese Sachen da, diese paar Sätze sagen, denn es ist so kompliziert und die Leute verstehen es einfach nicht. Nicht wahr, liebe Leute? Wieso dann nicht eigenständig denken? Wieso dann nicht recherchieren und Fakten zeigen, liebe Leute? Also, wenn es um ein gewisses Thema geht, sollte man immer sagen, du hast tiefgehende Probleme, deshalb zeigst du das, deshalb zeigt ihr das oder was. Es ist hyperkomplex, nicht wahr? Zu Hause bleiben, Hände waschen, aber wie alle Prominenten immer wieder sagen, New Age machen, trinken oder nicht. Ein Mythos ist leichter, liebe Leute. Ein Mythos ist viel leichter. Also recherchieren und einstündige Videos täglich machen ist leichter, als wenn man zu Hause bleibt, trinkt und Fernsehen guckt, liebe Leute, oder wie? Das ist leichter, einfach irgendwelche Sätze zu übernehmen, die hier vorgegeben werden. Es ist verwunderlich, dass auch Menschen mit hohem Bildungsgrad auf ganz abstruse Theorien hereinfallen. Was hat Bibel mit Klugheit zu tun? Bildung mit Klugheit zu tun? Ich bin nicht perfekt, ich brauche den himmlischen Vater. Bitte vergeben, himmlischer Vater, so bete ich im heiligen Namen Jesus Christus. Amen, liebe Leute. Und diese Prominenten haben immer ein einziges Thema, eine einzige Meinung. Online durfte ich 15.000 Leute kennenlernen. Wer zeigt diese Dinge? Ja. Tag der Erde, hast du schon New Age gemacht, Yoga gemacht, liebe Leute, ja? Es gibt nie NIE1 Christen, nicht wahr? Christen sind die meistverfolgten Menschen der Geschichte und der Welt und Rom vermischte die Bibel mit Heidentum. Lest die Bibel, der schmale Weg, keine Dreifaltigkeit. Wo wird schon jeder Unterschied zwischen Christentum und Christenheit, zwischen Bibel und Kirche gezeigt? Doch Leute, liebe Freunde, was ist hier los? Akademiker sind für Verschwörungsmythen genauso anfällig wie etwa Menschen aus nicht-akademischen Berufen. Und das kommt hier von jemandem, der auch Esoterik kritisiert. Aber jetzt haben sie diesen Mann hierher genommen und er redet von Verschwörungsmythen, was auch immer damit gemeint sein soll. Es wird ja nicht darauf eingegangen, nicht wahr? Es gäbe Verschwörungsmythen. Und diese Leute verstehen einfach nicht, was los ist, denn es ist ja so komplex. Draußen kann man sich ein Virus einfangen, zu Hause bleiben, Hände waschen. Das ist so komplex, dass die Leute es sich jetzt so einfach machen müssen und einstündige Videos machen und über die Bibel reden, oder nicht? Liebe Leute, sie sprechen von Mythen. Also ich habe jetzt hier Dutzende Fakten gezeigt. Er hat gar keinen einzigen Fakt, gar keine Argumente. Wo ist Logik? Wo ist Wahrscheinlichkeit? Wo ist irgendetwas? Und was sind die Mythen? Haben Sie etwas gegen den Begriff Verschwörungstheorie?
Verschwörungstheorie, Fake News, Cool Savage, Rapper aus Deutschland, Giselle, Topmodel, How I Met Your Mother aus den USA, Beten zum Universum, Verschwörungstheorie, Fake News. Woher kommen diese Begriffe? Wurden die aus dem Volk aufgepickt? Frage ich nur, liebe Leute. Funktioniert Teil und Herrsche auch nach 2000 Jahren noch? Liebe Leute, ich hoffe, dass nicht so viele Menschen zu Trump gehen oder wie auch immer durch diesen Bericht und sich sagen, was ist da eigentlich los? Bleibt immer bei der Bibel. Der Begriff Verschwörungstheorie. Das Wort Theorie täuscht eine wissenschaftliche Herangehensweise vor und deutet an, man könne sie überprüfen und kritisch hinterfragen. Genau, liebe Leute, denn ich habe ja hier Dutzende Fakten, ich habe hier Beweise, ich arbeite hier mit der Bibel ganz offen, liebe Leute, aber diese Leute, die herauskommen und sagen, es gibt Verschwörungsmythen, diesen Menschen dahinter ist alles zu komplex, sagt ihnen, es ist euch alles zu komplex. Das ist natürlich etwas, das sehr wissenschaftlich ist, das für Debatten sorgt, das Fakten hervorbringt oder nicht, liebe Leute, wissenschaftlich, so wird überprüft, nicht wahr? Kritisch hinterfragen, ist das denn überhaupt erlaubt? Meine Bibelvideos sind ab 18, ich zeige die Tarotkarten, der Sitcom von Echo Fresh, ich bin der einzige Mensch, der je ein Copyright Strike erhalten hat wegen Google Bilder, oder nicht, liebe Leute? Kritik, das ist doch der Hammer, oder? Ist das ein Wachsamkeitstest? Wie geht man mit Menschen um, die so argumentieren? Wenn einer Kritik zeigt, dann wird hier gezeigt, dass man denen gewisse Sätze sagen soll oder nicht. Und sie reden hier über Kritik. Wer denkt nach? Genau das wollen die Verschwörungsideologen nicht. Ich bin ein Christ. Ich rede über die Bibel. Ich zeige Dinge. Manche Leute zeigen ihre harmlosen Meinungen. Diese Leute kommen heraus und sagen, es gibt Verschwörungsmythen. Sie, den Leuten ist alles so komplex, sie machen es sich einfach. Sagt denen das so. Und wir sind die Leute mit Ideologien, liebe Leute. Was ist da los? Wer verschwört sich wo? Sie sind Gläubige. Ach so, ist Glauben böse? Doch ich prüfe alles. Diese Leute auch. Sie meinen, die gültige Wahrheit zu kennen. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist das ja ein Zufall? Wir sollen Christus kennen. Nun ja, ich bemühe mich. Ich recherchiere sehr lange. Ich sehe mir alles an. Ich lasse Fakten gelten, ich wiege die Dinge aus, ich denke selbstständig nach, liebe Leute, ich möchte für Gerechtigkeit sorgen. Und diese Leute sagen, es gibt einen Mythos, tut dies und das. Wer ist jetzt hier, liebe Leute, beim Thema Glauben, Dinge einfach glauben? Solcher Mythos leichter. Ist das das Wissen, das so mächtig macht? Ach ja, das macht es alles leichter, nicht wahr? Die tägliche Verfolgung, Bedrängnis, Belagerung, die Bedrohung, liebe Leute, ja, Bedrängnis, Belagerung, Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigungen, das ausgegrenzt werden von ehemaligen Freunden bis zum Tod und weiter, die Hetze, die Diskriminierung am schmalen Weg, liebe Leute, trotz solcher Artikel einfach zu sagen, wenn jemand da auf Satan schwört, es ist nicht gerecht, sagen, das macht alles leichter, nicht wahr, liebe Leute? Gutes, böse, böses, gut, werden Dinge verdreht. Quasi religiöse Mythos. Ach so, und wieso gibt es eigentlich nie Aufklärung, wenn es darum geht, was religiös und was biblisch ist, was Christentum und was Christenheit ist? Quasi religiös. Also wenn jemand als Christ herauskommt und sagt, da schwört jemand auf Luzifer und macht dies und das, dann ist das quasi religiös. Aber wenn Leute hier Bush und Kerry bei Skull and Bones sind und da irgendwelche Dinge machen, das ist nichts mit Mythos, mit quasi religiös oder was. Sammy Davis Jr. hier, Satan Swings Baby mit seiner Sitcom für Satan. Das ist kein Mythos, kein quasi religiös, kein Glauben, nicht wahr? Der Begriff passt viel besser für eine solche Einstellung. Ja, liebe Leute, genau. Glauben, man kann nichts überprüfen.
Aber diese Sache hier, dieser Artikel, spottet für mich so dermaßen allem. Dieser Artikel ist etwas, das für mich so dermaßen zum Himmel schreit. Ich frage mich nur, was passiert? Hoffentlich gehen so nicht viele Leute zur AfD. Nun ja, links und rechts Teil desselben Tieres letztlich oder nicht. Sie sagen, ein hoher Bildungsgrad schützt nicht vor Verschwörungsgläubigkeit. Ach so. Fakten sind Theorien in manchen Fällen oder nicht, liebe Leute, die Bibel ist böse und Glauben oder was, aber wenn man hier liest, wenn jemand mit gewissen Dingen ankommt, soll man ein, zwei Sätze sagen, das ist anders als Gläubigkeit oder wie. Wenn man ohnehin schon glaubt, dass die, ach so, es geht jetzt hier um Globalisierung, liebe Leute, ja? Ach so, also wenn ich vom Turm von Babel rede, wenn ich vom Zeichen des Tieres einfach nur generell rede, dann bin ich hier ein böser Verschwörungsgläubiger. Schafft man so bald die Bibel ab, liebe Leute, dass das Finanzkapital, ja, stimmt, Atlantikbrücke, Triliterale Kommission, Jesuiten lest F. Tapper Saucy, Herrscher des Bösen, liebe Freunde, berühmte Freimaurer, Thinktanks, Lobbys, Logen, Vetternwirtschaft, Obama und 8 ehemalige Präsidenten verwandt, Madonna, Lady Gaga, Gwen Stefani, Avril Lavigne, Justin Bieber, Ryan Gosling, Ellen DeGeneres, ein Stammbaum, Cousin der Queen, hoch bei den Freimaurern, berühmte Freimaurer, Bush und Kerry verwandt, ja, Äuglein schließen, darüber darf man nicht reden, oder wie? Ich zeige nur, bleib bei der Bibel. Politik ist Politik. Christus sprach nichts im Geheimen. Und natürlich das rechte Populistische. Aha. Wer nachdenkt, ist rechts. Ist das in vielen Fällen also dann oft so? Für manche Leute, frage ich. Zum einen neigen wir alle dazu, genau. Also, wir verstehen die hyperkomplexe Situation nicht. Draußen, Gefahr. Also drin bleiben, hyperkomplex verstehen wir nicht. Da mache ich es mir leicht und mache jeden Tag ein Video für eine Stunde. Ja, denn es ist ja so schön, jeden Tag da die Beschimpfungen, Beleidigung, die Belagerung, die Belästigung gehabt zu haben, die antisemitischen Morddrohungen, die nie gelöscht wurden. Liebe Leute, ja, und man übersteigt seine Kompetenz. Genau, denn nur web.de kann zeigen, was richtig ist. Wenn jemand kommt und sagt etwas, ein, zwei Sätze sagen, aber andere Leute, alle die Kompetenzen, liebe Leute, nicht wahr? Die Globalisierung führt uns in schwer verständliche Abhängigkeiten. Die moderne Medizin wird kontinuierlich komplexer. Ich rede über das Zeichen des Tieres. Darf man nicht mehr kritisieren. Solcher Mythos macht es leichter, sich zurechtzufinden, liebe Leute. Macht es das leichter bei solchen Artikeln, bei all dem, was wir in den Medien sehen, liebe Leute. Macht es das leichter, diese Artikel zu sehen und dann selbst noch zu recherchieren. Macht es es leichter, wenn man zu gewissen Artikeln noch eine eigene Meinung hat. Nach einer klaren Trennung zwischen Gut und Böse. Genau, es gibt ja kein Böse. Wer etwas sagt, wer Moral hat, böses Richten, nicht wahr? Sängerin pinkeln auf die Straße, böses Richten. Zeichen des Tieres, Bibel. Wie kann man denn noch irgendwie ein Gewissen haben als Christ oder nicht? Liebe Leute, unfassbar. Ja, es gibt Gut und Böse, das Böse zeigt, was gut ist, doch wehe dem Sünder. Und wir müssen alle Christus mehr kennenlernen, dass wir wenig verstehen, aber gleichzeitig ja unsere Kompetenz überschätzen, führt dazu, genau, ja, so könnte man dann auch anfangen nachzudenken, oder nicht, liebe Leute? Was ist da los? Sie bieten den Populisten simple Lösungen, die sich einfach kommunizieren lassen. Und ich stelle mich gegen Rechte, gegen diese Dinge. Aber wo sieht man jetzt welchen Verschwörungsmythos? Was für Mythen? Worum geht es? Was wird hier gesagt? Wofür ist das wichtig? Ist das traurig in der sogenannten modernen Gesellschaft? Die Finanzmärkte sind an der Krise schuld. Wo sieht man das? Wo sind Argumente dann, liebe Leute? Wer zeigt das? Wieso ist das dann wie kritikwürdig? Und wenn das immer noch zu schwer verständlich erscheint, ja was denn überhaupt?
Liebe Leute, behauptet man, dass ein paar reiche Familien die Weltherrschaft ausüben. Liebe Leute, und wer behauptet das so? Und es gibt dann irgendwelche Leute im Volk, die einfach sagen, dass ein paar reiche Familien die Weltherrschaft ausüben. Ich verstehe, so kommt man leicht zum Thema Antisemitismus. Ich stelle mich absolut dagegen, liebe Leute. Ja, ich sehe die Jesuitenorden, dies und das, und sage, das ist nicht christlich. Ich habe absolut nichts mit Antisemitismus zu tun. Wie gesagt, antisemitische Morddrohungen gegen meinen Kanal wurden nie gelöscht. Aber liebe Freunde, wenn doch jetzt jemand über irgendwelche Familie, was weiß ich, über die Bushes, irgendwen sagt, die üben die Weltherrschaft aus, und das ist auch noch so abstrus und absurd, warum muss dann hier so ein Artikel sein, liebe Leute? Warum gar kein Fakt? Warum gar kein Argument? Skull and Bones, was ist da los, meine lieben Freunde? Unfassbar oder nicht? Wow! Kein Argument, kein Fakt oder nicht. Man soll ein, zwei Sätze sagen, wenn Menschen über gewisse Dinge reden. Und das sind die Menschen mit der Wissenschaft. Das sind die Menschen für eine Debatte. Es ist alles vorbei, oder nicht, liebe Leute? Ja, wir haben eine Notlage, Christenverfolgung, Kriminalität hier und da, Obdachlosigkeit, alles egal, nicht wahr? Das ist ja hier das, was so viel Zeit verdient. Liebe Leute, doch ich stelle mich dagegen. Wissenschaftliche Literatur. Ja, was denn? Was für Fakten? Was für Argumente? Was für ein Mythos? Was ist daran so falsch? Bitte widerlege mir alles. Was denn? Liebe Leute, zeigt mir doch mal Dinge. Nie hat irgendjemand etwas gezeigt, ja? Vorwurf der Dummheit. Ja, wird man als Teil des Systems identifiziert. Liebe Leute, ja, genau. Es gibt ja nicht hier Logen, Lobbys, Thinktanks und so weiter. Ja, ja. Ach so, dann ist man ein Antisemit. Sie sind also so besorgt, wenn es um antijüdische Ideologien geht. Wieso wurden die antisemitischen Morddrohungen gegen mich nie gelöscht? Wieso wird nie etwas über die Christenverfolgung erzählt, liebe Leute? Was ist da los? Und natürlich, die sozialen Medien, sind die mitverantwortlich? Plattform, auf denen Leute ihre Meinungen noch sagen können, auch wenn dort Christenverfolgung tobt. Plattformen, auf denen Leute noch etwas zeigen können, eigenständig Fakten zeigen können, sich austauschen können. Eindeutig ja! Das muss weg. Nicht wahr, liebe Leute? Ja, und dieser Mann kritisiert Esoterik. Jetzt haben sie ihn dafür hier herangenommen. Liebe Leute, das sind die guten Menschen unserer Zeit. Das sind eure Vorbilder, unfassbar. Ja, Diplompsychologe, da sehen jetzt also viele endgültig, was man davon halten kann oder nicht. Ich denke, die meisten Leute nehmen das eh nicht ernst, nur ich hoffe, dass die Leute nicht zur AfD gehen. Hier haben wir seine Seite, liebe Leute, Retter der Mütter, natürlich nie der Vater. Ja, wir haben hier so Dinge, ja. Ein Virus aus dem Handynetz, natürlich, Verschwörungsschwurbel, nicht wahr, liebe Leute? Abhören, liebe Leute, mit sowas darf man sich nicht beschäftigen, oder nicht? Da muss man sofort sagen, dir sind die Dinge zu komplex, du hast so heftige Probleme in deinem Leben. Ja, deshalb möchtest du mir doch jetzt nur irgendwelche Fakten hier erzählen, oder nicht? Verschwörungsschwurbel. Wer den meisten Hohn und Spott hat, der hat immer recht, oder was? Wieso nicht sofort mit Fakten kommen, liebe Leute, ja? Hier, so eine Ausdrucksweise, liebe Leute. Also was lernen wir hier? Wer den meisten Hohn hat, wer den meisten Spott hat, wer diese Sprache hier benutzt, der hat wahrscheinlich recht, oder wie? Geister sind Dämonen, so und so, liebe Leute, unfassbar. Verschwörungsgeschwurbel, Skull and Bones, Abramowitsch, auf Luzifer schwören, Heil Satan sagen, Satan sei ein netter Kerl, Freimaurerrituale, Satan Swings Baby, luziferianische Lehre und Clinton, Angelina Jolie geopferte Schlange, Satanismus hier und hier,
liebe Leute. Ja, Logen überall oder nicht, Logen und Symbole, Logen und Antikreligiöses, aber das ist jetzt hier alles ein Witz. Wer denkt noch nach? Das hier muss man gesehen haben, nicht wahr? Wieder direkt gegen die Bibel. Natürlich, man könnte in jeder Sekunde tot sein, aber die Leute machen weiter wie bisher, nicht wahr? Turm von Babel 2.0. Ist das hier Persien, Ägypten, Babel, Griechenland, Rom 2.0? 84 ist vorbei, für viele das Vierte Reich. Ist das hier das Fünfte Reich nach Daniel? Unfassbar. Vielen Dank für alles, aber liebe Leute. Und ja, tschatschatscha, das ist wichtig, nicht wahr? Schöne Grüße an die liebe Lara, Heidi, Veronika, Fabian, Nikolas, wieso, warum, TV und wer auch immer zusehen mag. Das ist meine eigene Kirche, die Kirche Jesu Christi. Wen haben wir schon noch, meine lieben Freunde? Mein Bruder Chris, Rich, in love, ti amo Jesu Christo. Jane Doe, ich show ja, vielleicht Finis Temporis, Pseudocult Media, Vigilant Citizen, The Open Scroll, Controversy 7, mein Bruder Sunny Cardona von Choose Never Sleeps und The Show, lebendige-fische.de, sie haben die Speisegesetze, doch es zählt das Apostelkonzil. Ja, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich nennt, die Verstoßene und Zion, nach der man fragt. Liebe Leute, nach der niemand fragt. Ich bin nicht perfekt, ich brauche Gott. Seht euch das an. Vis-à-vis, liebe Leute. Ein Thema, eine Meinung, nie ein Christ, nicht wahr? Sie erzählt hier gegen etwas, gegen Rassismus, das ist wichtig, das ist relevant. Doch wieso nie etwas über Obdachlose, nie etwas zur Christenverfolgung, nie etwas, wenn es um linksradikale Gewalt geht? Wieso immer nur zwei, drei Sätze oder etwas mehr von diesen Prominenten, liebe Leute? Könnten sich dann manche Leute fragen, soll das nur weiter aufstacheln? Könnten sich dann manche leider fragen, wo sind meine Interessen? Vis-à-vis, die frohe Botschaft. Ja, das ist doch der Gospel. Der Gospel ist die frohe Botschaft und dann zauberhaft. Ach, was für ein Zufall, 3 Milliarden, nicht wahr? Ging es hier nicht immer und immer wieder gegen die Bibel, liebe Leute, wie so oft im Hip-Hop. Direkt aus dem Satanismus, aber das interessiert ja keinen. Manu Cornuta, El Diablo, Teufel zu einer Handgeste. Wen interessieren schon kleine Kinder? Alles, was sie macht, tut sie bei ihrer Zielgruppe hier quasi vor kleinen Kindern und Jugendlichen, nicht wahr? Das hier wäre Gematria. Noch Fragen? Es ist unfassbar oder nicht, meine lieben Freunde. Hier, welchen Film soll ich mit meinem kleinen Sohn gucken? Keine Gewalt, aber faule Sprache ist in Ordnung. Äfft euch, richtet nicht. Wer Moral hat, ist böse, nicht wahr? Hier der Hass. Noah Cyrus wird kritisiert, wenn es um ihre Outfits geht. Sie post halb nackt, nicht wahr, im jungen Alter und als Jesus Christus. Was für ein Zufall. Es wäre nicht richtig, aber wo gibt es so etwas gegen Buddhismus, Hinduismus etc.? Die Bibel wird immer nur angegriffen. Das hat einen Grund. Kleinkinder erkennen es oder nicht, meine lieben Freunde. Gematria, Wahnsinn und mehr. Aber Vater Maranatha, wir sind was? Asche, Staub und Windhauch. Siegfried und Roy, Roy tot, Roy Horn. Vater des Stolzes, Blau und Rot. Freimaurerische Dualität oder was? Gehen Hälften in den Ausgleich, bringen drittes Auge erwecken, besessen werden. Oder durch Sodomie, das Einauge stand laut Crowley für Sodomie. Crowley ist der elitäre Okkultist. Für viele Pädophil. Churchill, Berater und Hitler-Fan, Jay-Z und die Beatles waren Anhänger, nicht wahr? Roy hatte hier schon damals in seiner Kindheit einen Hund namens Hexe. Was sehen wir im Bibel, im Kino, liebe Leute? Hier, die antiken Gottheiten, X-Zeichen des Tieres oder antike ägyptische Symbolik für Unsterblichkeit, nicht wahr? So wichtig für Crowley und in den Logen. Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz, Satan war in der Wüste, S-P-E-A-K-E-R, Speaker, Lautsprecher, Englisch, S-P-I-C-A, Speaker, der Stern von Bethlehem, die Sonne, die Berge und Wälder, Bergsteiger, Crowley, Blocksberg, so wichtig in der Hexerei, nicht wahr? Satan ist ein Lügner und Täuscher von Anfang an,
liebe Leute. Er ist nicht mehr der Morgenstern, nicht wahr? Er ist nicht der Löwe von Juda, aber zieht umher wie ein hungriger Löwe. Und laut Bibel findet man auf Bergen Gott. Gott arbeitete mit Ästen. Er ist verloren, traurig. Wir sollten beten, wir beten für alle. Ich betete für euch, bitte betet für mich. Betet für die christlichen Gemeinden. Betet für Friede in Jerusalem. Betet für die Regierung, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das zeigt die Bibel, der schmale Weg zählt. Betet für die Menschen in Armut, in Krieg und Krankheit, für alle, die leiden, für die Obdachlosen, für die Vermissten, ihr Umfeld, für euer Umfeld, für ein langes Leben, für eure Familien, liebe Leute, für das, was ihr wirklich braucht, für Hilfe. Betet immer wieder neu darum, dass ihr gestärkt werdet. Ihr könnt der Sünde nicht selbst entfliehen, nur darum geht's, aber das wirkt ja immer so lächerlich heutzutage, nicht wahr? Wenn jemand betet, heißt es gleich, what, so und so. Ja, die Sprache, die so viele Leute im Verstand haben, sehr trügerisch, nicht wahr? Ja, und bekennt euch, bittet, betet, tut Buße, beichtet. Wir haben die Worte Christi und die Worte von Paulus, das Apostelkonzil und die Gebote. Man erkennt, dass Gott in jemand ist, wenn er die Gebote hält. Der Wolf, die satanische LaVey-Familie gibt zu, Leute in Hollywood zu haben, die den Wolf, Zeichen wie den Wolf benutzen, Wolf im Schafspelz. Aber wer ist schon so altmodisch und hört auch auf Gott, ja? Wer kann denn als Christ nicht einfach die 666 machen und gegen alles verstoßen, was Gott sagt, nicht wahr? Wer interessiert sich denn schon für irgendetwas? Saufen der Sinn des Lebens, liebe Leute. Ariana Grande, ihr Name kommt vielleicht vom Arius, nicht wahr, dem christlichen Märtyrer. Ihr Name heißt Wolf, sie oft mit Wolfsymbolik. Liebe Leute, schwarz und weiß, orange, via Numerologie 33, Exodus-Zustand jetzt zur Exodus-Jahreszeit. Nicht wahr, liebe Leute? Und so sieht es aus, so ist es. Wir machen weiter. Warum so bibelphob? Halleluja, oh Halleluja. Ich habe wohl den Geist Unterscheidungsgeist. Braucht man den? Bei mir schlägt hier alles Alarm. Und ich bete für alle. Ich tue das hier aus Nächstenliebe. Ruth Moschner, die Limonen. Annie Carpendale, die Limonen und das Handzeichen Manu Cornuta oder nicht aus dem Satanismus. Dani Minogue, die Limonen. Ach und hier, so wichtig in der Hexerei, liebe Leute, ja, im Heidentum, so wichtig für Logen, Zufall, nicht wahr? Da sind eure Vorbilder, die guten Menschen dieser Zeit, liebe Leute. Ja, Zufall, 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 bloß nicht denken, oder wie, liebe Freunde, wäre es traurig, bloß nicht denken zu sagen, so kurz nach 45, Rom vermischte die Bibel mit Heidentum, sie geben zu, Heidnisches zu lehren, die Dreifaltigkeit, Weihnachten, Ostern und das alles, nicht wahr? So macht man sich nicht beliebt, aber so sieht es aus. Sie beleidigt ihr Menschen, nicht wahr? Kann man so einen Beamten nennen und möchte dann Anzeige machen? Theorien, warum dann gar kein Argument und gar kein Fakt, liebe Leute? Der Hass. Wer zeigt wo Theorien? Welche Theorie? Was ist daran wie kritikwürdig? Flamingo. Ja, das alte Sonnensymbol, wie im Himmel so auf Erden, die Leute aus den de facto logendurchfluteten Bereichen oder nicht, worum geht es ihnen hier? Der Hass, sie zeigt so etwas. Ja, liebe Leute, nur mitgelaufen. Ja, was ist denn moralisch überlegen? Was ist der Bibel moralisch überlegen? Das hier, ausufernde Gewaltfantasien, liebe Leute, das hier, und manche Menschen haben wirklich Falsches getan. Doch Wahrheit ist verboten, Gerechtigkeit nicht wichtig, Heugabelkultur? Natürlich, liebe Leute, nicht wahr? Die Arme, die Beine übereinander, Englisch Double Crossing, betrügen oder was, frag ich nur so, Manu Cornuta oder nicht. Sie zeigt das hier, wenn man über das redet, was sie in die Kamera hält, sei das sexuelle Belästigung oder nicht, ich frage nur, man sieht sich mit ihren Kindern ihre Shows an, das hier so ist nichts, nicht wahr? Was sie zeigt, ist in Ordnung. Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz, Madonna und Kylie Minogue traten als Hure Babylons auf, Schöpfung nicht den Schöpfer verehren, nicht wahr? Fleur de Lis, Rosenkreuzer,
Wer hält sich nicht die Äuglein zu? Bei Besessenheit blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, nicht wahr? Madonna, Chicone, Miley Cyrus, die eigentlich Destiny Hope hieß, war wohl zu positiv, nicht wahr? Mariah Carey, die MCs, die Mistresses of the Occult Ceremonies, die Meisterin der kulten Zeremonien, oder wie? Hier, die Hure Babylon, Symbolik oder nicht, die Hure Babylon hier und da, Aphrodite, Christuspose, Magie, Magie, nie ein einziger Christ, Reiter der Apokalypse, nicht wahr, Gebetspose, Muttertag überall, und sie hat genug von den Theorien. Tja, man kann sich ihre Listen durchsehen, wer zeigt denn welche Theorien? Was meint sie für Theorien? Gedöns, sie hat genug davon, liebe Leute. Doch ist das nicht traurig, hier einfach so etwas zu sagen, ohne dass man einen Fakt hat, ohne dass man ein einziges Argument hat, liebe Leute? Menschlicher Abschaum, Höhlenmenschen, gewisse Dinge durch die Ohren ziehen, kein Hass, nicht wahr, liebe Leute? Männer so und so nennen, Männer mit dies und das konfrontieren, alles in Ordnung, nicht wahr? Die Limone. Und jetzt hier, die Mütter sind jetzt Superheldinnen, ja? Und habt ihr eure, wenn ihr zu eurer Mutter geht zum Muttertag, ja? Und ihr bringt Blumen, liebe Leute, sagt ihr noch, meine Superheldin, liebe Leute. Ach, und was für ein Zufall. Superheldenmütter, Superhero Moms. Ja, und hier, liebe Leute, Gott ist Liebe, in der Bibel steht es so, ja, wir haben Stupid Love, dumme Liebe von Lady Gaga, Liebe ist so und so, immer dasselbe in den Medien, nicht wahr, und deine Liebe ist meine Welt ohne Grenzen, also ohne Gebote, ohne Moral oder wie, deine Liebe, wer sagt so etwas zu seiner Mutter, wenn er frei redet und nicht wieder gegen die Bibel schießen möchte, liebe Leute. Ihr Album DNA via Gematria Kabbala. Ja, wer ist so lange in den de facto Logen durchfluteten Bereichen aktiv? Hier, das Lieben meiner Fehler. Also wenn jemand jemanden ermordet, wenn jemand jemanden beschimpft und schon den Bruder zu hassen ist Mord für Gott, das ist ja dann richtig, oder wie? Nie Reue, direkt gegen die Neugeburt. Das ist der Moral der Bibel überlegen. Und sagt ihr das auch, liebe Leute? Seht ihr die Leute auf dem Bau oder sonst wo, wenn sie zu, wenn die Mutter vorbeikommt, auch sagen, deine Liebe ist die Sonne, wie im Vatikan, der Lichtbringer, oder nicht? Vatikan gibt es ja, dieses Teleskop, Luzifer, den Schlangenraum, diese Statue, Mischung aus Schlange und Jesus und all das, nicht wahr? Aber naja, Sonne, aha. Liebe Leute, woher kommt das? Wer denkt nach? Ja, ach, und überdauert unser Leben, liebe Freunde. Die Bibel lag nie falsch. Die Bibel wird für einen Grund attackiert. All meine christlichen Freunde, Tina, Brigitte, Sandra, wurden nicht umsonst ermordet. Deine Liebe ist unendlich. Man kann in jeder Sekunde tot sein. Gott nannte jemand, der etwas ansammelt, ein Tor. Liebe kennen die Leute Liebe. Schwarz-Rot. Im Satanismus gebraucht, natürlich blau-rot, eine Liebe aus der Bibel geklaut oder nicht, das klauen heute immer gut, ja, eine Taufe, nicht wahr, ein Glaube, natürlich hier die Schlange oder was auch immer, Manu Cornuta, nicht wahr, die Palme hier und der Sonntag, so hier vor Kindern, liebe Leute, bleibt genauso wie ihr seid, ach was für ein Zufall, von Echo Fresh, ja, liebe Leute, Exodus und all diese Dinge, Tarot und all das. Was ist das für ein Bild im Hintergrund? Ja, Pläne machen, lest eure Bibeln. Gott sagt nur, ein Tor macht Pläne oder nicht. Die Kinder lehren die Eltern, nicht wahr? Fluch oder Segen hier, purer Hohn, pure Blasphemie. Und seht euch an, wie traurig das ist. No more boys and girls. Keine Jungs und Mädchen mehr. Sind das Fakten? Ist das Wissenschaft? Sind das nicht Ideologien, liebe Leute? Sind das nicht sehr strikte Ideologien, liebe Leute? Und warum muss man das an Kinder heranbringen, ohne andere Dinge zu zeigen? Wieso zeigt man nicht, das und das sehen wir so und so, und die Bibel sagt das? Wieso sieht man NIE? Nie, nie die Bibel. Das ist alles, was ich frage.
Darf ich das fragen? Wir haben hier diese Dinge. Das hat nichts mit klassischem Lehren von Dingen aus den Bereichen Naturwissenschaften zu tun oder nicht, liebe Leute. Das ist etwas, das wir bislang so in der Schule noch nicht sahen in den letzten Dekaden. Sie bringen das hier jetzt an Kinder heran, meine lieben Freunde. Ja, ich beziehe mich hier auf High Heels für Männer, liebe Leute. Und alles, was ich dazu sage, ist, warum nie die Bibel, liebe Leute? Warum nie diese Dinge? Das ist eine Ideologie oder nicht? Sie haben hier Ihre Meinung. Warum darf man nie etwas zeigen? Und wenn ich jetzt etwas zeige, bin ich zufällig wieder der Rechtspopulist, nicht wahr? Ich bin ja der, der keine Fakten hat. Ich soll einfach ruhig sein, nicht wahr? Sei ruhig, das ist ja der Satz, der immer Recht gibt, nicht wahr? Aber noch viel besser Leute beschimpfen, oder nicht? Haha, ha, der achte Buchstabe im Alphabet, Analemma oder was? Check den Kanal Finis Temporis, hier Denkmäler, ach Rom, ja? Nichts neu unter der Sonne. Schwarz-Weiß, dazu passend, wie im Himmel, so auf Erden. Berge und Wälder oder was weiß ich, hier lustig, in Zeiten von Jimmy Savile, Marc Dutron etc., nicht wahr? Worum es wirklich geht, soll das ein Witz sein? Welches Gefühl man auslöst, natürlich, denn man darf ja nicht kritisieren, nicht wahr? Wenn da Sängerinnen neben ihren Kindern betrunken auf dem Boden liegen, Böses richten, nicht wahr? Dann lieber ruhig sein, nicht wahr? Wer hat schon ein Moral, wer hat schon ein Gewissen oder Moral? Was für ein Zufall. Alle haben ein einziges Thema, eine einzige Ansicht, liebe Leute. Nie NIE ein Christ, das Bewusstsein. Und ja, immer wertschätzen, aber natürlich nicht wie zu einem Gott beten. Schwarz und weiß, und es ist immer dasselbe, immer noch. Und ich sage, wake and get up, liebe Leute. Wake and get up. Wacht auf, deckt auf, wacht und deckt auf, und pro Upload verliere ich einen Abonnenten. Und was hat wer gemacht? Weggesehen, liebe Leute. Ja, Larry Crown. Lenz Corona mit Vorliebe für alles Chinesische mit Grippeproblem. Ja, Coons, Simpsons, all die Promis mit ihren Ansagen, die Fledermausmünze, ja, ja. Doch ich verlasse mich auf Jesaja Offenbarung 6, die Worte Christi über Pestilenzen, wenn es um diese Zeit geht. Hier, Madonna, sie war im Song God is a Woman, Gott ist eine Frau, als sogenannter Gott vertreten, nicht wahr? Hing am Kreuz, macht Kabbala, ihr kennt die Bibel nicht, so kann man euch täuschen, sie bezieht es ein. Sie sollte Kinder und Tiere aus ihrem SCX-Buch herauslassen. Sirenen, die antiken Verführerin, sie war bei Cyrene Records, nicht wahr? Und all das, liebe Leute, bezierzte kleine Kinder, nicht wahr? Sie bereut, was für Krieger. Krieger, die Christen bald laut Bibel die Köpfe abschlagen. Fergie bezierzte kleine Kinder im Film Nein, nicht wahr? Milf Money, das sind hier die angesagten Mütter, liebe Leute. Und sie sagen schon, hier, das Bild ist alt, nicht wahr? Was ist das hier? Schwarz-Weiß, Turnkultstreifen, ich weiß ja nicht, Christen sind das nicht, nicht wahr? Liebe Leute, denn es wurde ja schon so viel kritisiert, wenn es darum geht, dass die Leute, die Promis jetzt da ihre Fernsehsendung machen, und da gibt es keine Distanz, nicht wahr? Diese prominenten Frauen haben immer zufällig alle neue Haarschnitt etc., nicht wahr? Naja, liebe Leute, vielen, vielen Dank für alles. Ich hoffe, ihr habt einen rundum vom himmlischen Vater gesegneten neuen Tag. Halleluja, Shalom.